Hallo, heute wollte ich Ihnen zeigen, wie man mit einer dreifachen Nadel oder Drillingsnadel näht. Das ist eine Drilling-Universalnadel 130-70-705. Es ist 2,5 Breite, glaube ich. Das geht um die Breite. Und weil universal, ich habe gedacht, ich probiere, wie man beide Stoffe näht. Diese Nadel hat auch eine flache Seite und eine runde Seite. Und flache Seite geht nach hinten. Also man schiebt wie ganz normale Nadeln, nur man muss ein bisschen mehr befestigen, weil die Maschine zieht ein bisschen mehr. Und deswegen ein bisschen mehr befestigen. Ich habe zwei ganz große Faden hier in diese zwei Boxen hinter der Maschine gemacht und eine normale drauf auf die Maschine. Alle drei Faden zusammen durchgefädelt und dann über die Nadel. Und hier werden wir alle trennen und in Nadel rein. Aber weil ich nicht so gut bin bei Einfädeln in den Nadel. Ich mache jetzt eine Pause und werde langsam ohne Stress in Nadel rein, alle drei Faden fäden und dann zeige ich Ihnen, wie das läuft. So ungefähr sieht das alles aus. Also das ist mit drei. Ups. Also man kann mehrere Programme damit auch nähen. Und wie man sieht, mit drei Nadeln kann man richtig gut auch Saum nähen. Statt Coverlock kann man mit drei Nadeln oder zwei Nadeln. Geht beides. Und das ist mit Zickzack und eine wie Blindsaum, Blindstich. Ich habe die probiert, also es sieht alles richtig gut aus. Und habe auch auf Jersey-Stoff probiert und das ist hintere Seite, wie man sieht, auch ehrlich gesagt sehr gut gelungen. Und das ist von vorne. So sieht das aus. Ich zeige Ihnen auch ein paar Programme. Das habe ich jetzt schon auf eine Video festgenommen. Ich habe das auf eine Video aufgenommen. Auf bosnische Sprache und jetzt wollte ich Ihnen auch zeigen, vielleicht braucht jemand auch auf Deutsch. Ich habe jetzt alle Faden hier abgeschnitten. Also ich mache jetzt einen Stopp und dann komme ich wieder. Ich habe jetzt alle drei Nadeln eingefädelt und jetzt zeige ich Ihnen, wie das geht. Ich mache hier eine doppelt, so dass man das besser erkennt. Und am Anfang ein, zweimal immer mit Hand drehen, dass Sie überhaupt sehen, ob das klappt bei Ihrer Nähmaschine. Und wenn das klappt, dann können Sie ein bisschen schneller, nicht zu so schnell, weil es geht um die drei Faden und untere Greifer muss das alles erfassen. Und wenn das fertig ist, bisschen mehr ziehen als sonst. So. Und wieder unter dem Fuß nach hinten. Und hier, ich habe auf 7 gedreht. Normalerweise ist es zwischen 3 und 5. Aber jetzt ist es 7, weil es muss schon lockerer sein. Obere Fadenspannung. Und das sieht so aus. Und von dieser Seite, wenn man ein bisschen langsamer näht, das sieht noch schöner aus, aber insgesamt sehen Sie, alle drei sind da. Jetzt zeige ich mal, wie man Zickzack näht damit. Und wieder, ich mache so, also wieder aufpassen, links und rechts, wie weit Ihre Nadel Stiche macht, so
so dass die was nicht falsch und dass die Nadel kaputt geht oder Nähmaschine kaputt geht. Also richtig gut aufpassen, probieren und wenn das klappt, dann machen Sie. Und das ist jetzt ganz normale Zickzack, aber mit dreifache Nadel oder Drillingsnadel. Und jetzt machen wir andere Programm. Hier ist wie Blindstich. Dann wieder ein, zweimal, weil ich habe das jetzt probiert. Ich weiß, dass das klappt. Aber Sie probieren erstmal mit Hand ein, zweimal drehen und dann erst nähen. Und wenn Sie verschiedene Garne reinmacht, das sieht noch schöner aus. Also Beispiel Grün, Grün, Gelb und Rot. Bestimmt sieht sehr schön. Okay, das ist Zickzack. Und ich möchte noch eine probieren. Machen wir erstmal so. Ach, hier kann man nicht so einfach drehen. Okay, dann am Ende ich zeige Ihnen, guck mal, wie das schön ist. Jetzt machen wir noch, ich habe die ausprobiert, das hat auch geklappt, trotz dass die Nadel hin und her, also vorne nach hinten, hat auch gut geklappt. Und jetzt machen wir noch eine. Ich will auch nicht zu große Risiko reingehen. Ich will das probieren. Das weiß ich nicht, ob das klappt. Mal sehen. 1, 2, 3. Also Sie müssen aufpassen, wie breit ist Ihre Nähfuß und wie die Breite unten in Ihrer Nähmaschine. Also deswegen immer ein paar Mal mit Hand drehen und wenn klappt, dann klappt. Okay, also jetzt haben wir 4, 5 verschiedene Programme ausprobiert und das sieht so aus. Sehen Sie? Oh, das ist auch sehr schön. Die letzte ist sehr schön geworden. Das ist eine Seite und das ist die zweite Seite. Also sieht alles sehr gut aus. Und jetzt zeige ich nur kurz noch auf dehnbare Stoff, also Jersey. Ich mache jetzt dieses Programm, was schon auf die Nähmaschine eingestellt ist, nur so ein bisschen, dass man jetzt ist hier ein bisschen zu wenig Platz, aber egal. Mal sehen, wenn wir schneller. Nicht übertreiben. Und so sieht das aus auf dehnbarer Stoff. Eine Seite und hier zweite Seite. Sehr gut. So viel über Drillingnadeln oder dreifache Nadeln. Universal 2,5 und die Breite und Dicke 130 durch 705 H. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.